Die Polizei hat im Fall des abgebrannten Tennisvereinsheims in Tamm zwei mutmaßliche Täter vorläufig festgenommen. Es handelt sich um einen 17-Jährigen aus Bietigheim-Bissingen und einen 16-Jährigen aus Tamm. Den Polizeiangaben zufolge soll der Brand des Vereinsheims der Höhepunkt einer Serie von Sachbeschädigungen sein, welche die Tatverdächtigen in der Nacht zum Sonntag verübt haben sollen. Bei dem Brand wurde das Vereinsheim des Tennisclubs komplett zerstört. Strugger Welle berichtete.